Ja, ich will mal ganz ehrlich zu Ihnen sein, jetzt abends so zwischen 18 und 20 Uhr, da geht's Radio Bremen eigentlich ganz gut. Denn da haben wir sehr viele Zuschauer, nicht nur bei uns in Bremen, sondern vor allen Dingen auch im niedersächsischen Umland. Da können wir also ganz froh sein, dass wir dem NDR, den Konkurrenten aus Hamburg, Hannover, so einige Zuschauer wegnehmen. Aber tagsüber ist das ein bisschen schwierig für Radio Bremen, wenn nämlich nur das Radioprogramm läuft. Da sind in den letzten Jahren immer mehr Leute abgesprungen, zum Beispiel auf den NDR 2 und wahrscheinlich die meisten, die jetzt zugucken von Ihnen auch, die sagen, da läuft so schön flott Musik. Da sieht das für die Hansa-Welle ziemlich schwierig aus. Aber damit wird nun ab Januar wahrscheinlich vor Schluss sein. Ein radikaler Wechsel deutet sich an und droht sich an für den NDR, denn Radio Bremen strukturiert sein Hörfunkprogramm völlig neu und völlig um. Und über das, was Sie nur hören können, versucht Jörg von Torra sich jetzt schon mal ins Bild zu setzen. Klassik am frühen Morgen, das gibt's ab Januar im zweiten Programm von Radio Bremen. Ein Journal aus Kultur und Gesellschaft, das zu den Neuerungen auf dieser Welle gehört. Bremen 2, ein bisschen alternativer Rundfunk. Und das dritte Programm, bisher nur zeitweise genutzt, sendet nun den ganzen Tag. Es soll auch zur Spielwiese für den Hörer werden. Also dreimal wollten die jetzt schon unser Freitag dicht machen. Dreimal. Und jetzt geht das schon wieder los, von wegen Sparen und so. Aber wenn die das dicht machen, wo sollen wir denn hin? Ich meine, was anderes haben wir doch nicht. Da müssen wir doch jetzt mal den Mund aufmachen. Schließlich geht's hier doch um uns. Nimm's auf, schick's ein. Wir senden es. Offenes Radio, am Sonntag um 17:30 auf Radio Bremen 3. Das Hätschelkind der Bremer Radiomacher aber bleibt die Hansa-Welle. Sie muss sich freilich auch der härtesten Konkurrenz erwehren, denn der Gigant NDR 2 warb zuletzt Hörer ab, mit flockiger Musik und lockeren Reportagen. Und nicht zuletzt darum wird Bremen 1 nun neu gestrickt. Aktueller, jünger und poppiger versprachen die Programmreformer. Die ersten neuen senden schon. Die Kaffeetasse soll den Moderator munter machen, der Kaffeepott die Kundschaft. Kaffeepott auf der Hansa-Welle von Radio Bremen. Herrn, es gibt eine Überraschung. Wir spielen rot oder grün. Das heißt, es wird spannend. Das Telefon spielt bisher noch die Hauptrolle im Morgenmagazin auf der Hansa-Welle. Der geneigte Hörer wird von Monika Kluth persönlich geweckt, frei nach dem Motto, kleine Spielchen erhalten die Freundschaft. Geld gibt's auch noch zu gewinnen, das hebt die Einschaltquoten immer, doch trotzdem hat die Sendung hausintern ihre Kritiker. Der Kaffeepott ist zu seicht, heißt es, und darum soll künftig mehr aktuelle Information in die warme Unterhaltungsbrühe gegossen werden. Ein Stockwerk tiefer bereiten unterdessen die Nächsten ihren Auftritt vor, die Kollegen von der Rundschau. Sie müssen sich ab Januar eine Sendung mit dem Zeitfunk teilen. Bisher sendete jeder für sich. Nun wird es zwischen 12 und 1 gemischt. Reportagen von Hasstedt bis Hollywood. Ich könnte mir vorstellen, dass ich eine Chance biete, durch eine Zusammenlegung mit dem Zeitfunk, zum Beispiel Themen, die überregional abgehandelt werden, jetzt also auch mal in der Region zu vertiefen und zu beobachten, also so eine Zusammenarbeit, wenn sie denn tatsächlich passiert, was ja auch von den Kollegen vom Zeitfunk abhängig sein wird, hätte in jedem Fall nur Vorteile. Und so sieht die leichte Welle künftig aus. Ein Magazin jagt das andere. Nach Kaffeepott vor Mittagsmagazin und Politik kommt Omnibus, ein Musikmagazin, dann pausenlos ein Schülermagazin, wieder Politik und dann Ritz, ein Jugendmagazin. Das also soll über den Tag die Konkurrenz zum NDR sein. Doch wer die Programme vergleicht, entdeckt kaum Unterschiede. Im Gegenteil, Bremen 1 hat sich NDR 2 angepasst. Zur gleichen Zeit Musik, zur gleichen Zeit Politik, zur gleichen Zeit die gleichen Zielgruppen. Nur das Strickmuster wird wohl ein bisschen anders sein. Hat Radio Bremen beim NDR abgekupfert? Überall, wo Programme verändert werden, wo es neue Strukturen gibt, da wird schon geschaut, was machen die Kollegen. Und es wäre nun töricht, sich nicht des Sachwissens und des Fachverstandes der Kollegen zu bedienen, die schon sehr lange Erfahrung haben. Ich selber war vorher beim Saarländischen Rundfunk, habe auf der Europawelle gearbeitet, ein Sender, der in ganz strenger Konkurrenz steht zu Radio Luxemburg. Jeder bringt so seine persönlichen Erfahrungen ein. Und natürlich sind die Kollegen zum Beispiel von der Frühstrecke, vom Kaffeepott, auch vom Vormittagsmagazin, vom Zeitfunk, vom Jugendfunk rumgereist innerhalb der ARD und haben geguckt, was machen die, wie machen sie es. Zum Beispiel auch die Kollegen vom Wirtschaftsfunk, die künftig eine eigene Sendung haben werden. Ich glaube nicht, dass das ein Abkupfern ist, sondern bewusst Elemente zu nutzen, die woanders erfolgreich gewesen sind, aber sie dann spezifisch bremisch umzusetzen. Auf dem Papier allerdings sehen sich Hansa-Welle und NDR 2 sehr ähnlich. Das Rezept Musik und Information macht gutes Radio. Das ist hier wie da das Gleiche. Bei dieser Struktur müssten dann wirklich die Inhalte anders sein, sonst unterscheidet die beiden nur noch die Frequenz.
Ja, wie das so unsere Art ist und wie Sie das zu Recht von uns erwarten, gibt es natürlich auch in Radio Bremen eigener Sache bei Buden und Binnen keine Jubelbeiträge, das haben Sie wohl gemerkt. Also gehen wir gleich zur Sache. Carola Sommerei ist Programmdirektorin, zuständig für das Radio. Frau Sommerei, Radio neu erfinden kann keiner, das wissen alle. Aber bitteschön, warum muss es denn so ähnlich sein wie beim NDR? Also Radio lesen kann auch keiner, lieber Kollege, man muss Radio hören. Und wenn Sie ab Januar das Programm hören, werden Sie feststellen, wir sind das andere Radio, auch auf der Hansawelle. Aber von der Struktur her war ja klar, dass sowas läuft wie morgens erstmal das, dann mittags das, dann nachmittags das. Naja, also geht das nur so? Kann man? Die Menschen wollen morgens, wenn sie aufstehen, unterhalten werden, Musik haben, kurze Informationen haben, Zeitansagen haben. Es kommt auf die Inhalte an. Ich würde mal gegenhalten, die Leute wollen vor allem Musik hören im Radio, oder? Vorwiegend Musik, morgens. Und Musik spielt im Radioprogramm insgesamt eine große Rolle. Sie können natürlich ein flottes Radioprogramm mischen, indem Sie Musik, kurze Information machen, so die Masche, die hier ja auch von Ihrem Kollegen anempfohlen wird, SWF 3 oder noch extremer bis zu Radio Luxemburg. Ich halte das für eine schlechte Masche. Warum? Das war damals mal ganz attraktiv, weil es neu war, aber es wird auf die Dauer wahnsinnig eintönig und langweilig. Und sie servieren dem Publikum Informationen immer nur in kurzen Häppchen. Wir versuchen auf der Hansawelle durchaus aktueller zu werden, das heißt über den Tag hin viele kurze Informationen auch zu geben, aber das muss ich mal wieder finden in Strecken, wo auch der Hintergrund komprimiert dargeboten wird. Das heißt, wir versuchen eine Kombination. Aber es gibt doch ein Programm, von dem sozusagen ganz Deutschland schwärmt, das ist das berühmte Südwest.3-Programm. Aber die Einschaltquoten sind dann nach wie vor gut. Also runtergegangen. Okay, aber wir wollen nicht darüber streiten, dass es ein erfolgreiches Programm ist. Ja. Warum kann man sich denn nicht beispielsweise daran eher orientieren, allein auch um einen Kontrast im norddeutschen Raum zu haben? Das heißt, NDR 2 beispielsweise als populäre Tageswelle zu kopieren oder sich da anzuähneln, ist doch Quatsch, kurz gesagt, weil die Leute bleiben dann bei NDR 2. Warum nicht ein wirkliches Kontrastprogramm, in dem man sagt, ganz viel Musik, wenig Information? Unser Kontrast liegt im Inhalt. Und nicht in den Formen, obwohl wir auch in Formen sehr anders sein werden als der NDR 2. Man kann in einem solchen kurzen Abriss das natürlich schwer darstellen, da muss man nämlich hinhören und man kann es nicht vom Papier lesen. Wir werden uns vom NDR unterscheiden, von den Inhalten her, von unseren Aussagen, von unseren Analysen her. Ist das der regionale Bezug, was das wesentliche andere ist? Nein, die Hansawelle ist natürlich ein Programm mit starken regionalen Bezügen, aber es ist ein Programm mit universellen Themen. Also sowohl auf dem Sektor der Kultur und der Politik werden wir alles, was in dieser Welt klingt und tönt, aufnehmen. Die Hansawelle ist kein Lokalprogramm. Sie sagen also heute, wenn ich ab Januar vergleiche beispielsweise NDR Kurier am Mittag, also eine Politiksendung, und die Zeitfunk Rundschau Sendung sehe, ist die Frage, höre ich dann zwei unterschiedliche Sendungen oder höre ich den Korrespondenten A beim NDR und den Korrespondenten B bei Radio Bremen, die im Prinzip dasselbe sagen? Wo ist da der Unterschied? Erstmal liegt der Unterschied darin, dass wir die Themen auch in solchen kompakten Mittagssendungen nicht in vielen kleinen Stücken bringen, sondern wir hinterfragen bei jedem Thema noch. Wir bringen eine Analyse noch hinterher, bringen noch eine Ergänzung. Das heißt, wir beschränken uns nicht auf die sei fleißig 2:30 Nachricht, sondern wir setzen hinterher noch Ergänzendes. Wollen das die Zuschauer? Die Hörer. Wollen sicherlich dieses nicht den ganzen Tag. Aber als Ergänzung zu den kurzen Informationen, die Sie vorher früh und im Vormittag schon gekriegt haben, sind Sie darauf eingespielt, gerade hier im norddeutschen Raum, noch etwas mehr zu erfahren als im anderen Programm. Es gibt ein mutiges Vorhaben, was Sie angehen, nämlich das sogenannte freie Radio, das heißt da, wo der Bürger sein Programm mehr oder weniger selbst gestalten kann. Das offene Radio. Dieses ist für viele andere Sender auch schon ein Modell gewesen, das hat man dann wieder schnell eingestellt, weil es sich doch irgendwie nicht lohnt. Warum fangen Sie jetzt wieder damit an? Es gibt es zum ersten Mal unter der Verantwortung einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Es gab ja früher diese sogenannten freien Radios, die alle eingegangen sind, sowohl weil wenig Interesse beim Hörer, als auch dann kein Stoff mehr zum Senden. Wir machen das in einer kleinen Dosis, eine halbe Stunde, weil das Drängen auch von gesellschaftlich relevanten Gruppen hier in Bremen auf solche Programme sehr, sehr stark ist. Und auch der Rundfunkrat hat sich damit intensiv beschäftigt. Ich sage, die journalistische Professionalität ist genauso eine Professionalität wie für andere Berufe auch. Und wir können nicht so tun, als ob nur jedermann Radio machen kann. Aber
Ich möchte ein Experiment wagen, angelegt für 2 Jahre, eine halbe Stunde die Möglichkeit bieten. Das Ganze wird akribisch noch verfolgt, in Tagebuchaufzeichnungen, was passiert, was wird an Bedarf überhaupt kommen, welche Programme ergeben sich, welche Konflikte ergeben sich, um nach 2 Jahren auch mal die politische Diskussion mit ganz konkreten Fakten anreichern zu können, die sonst also immer so emotional kommt. Spätestens sind wir verabredet für in 2 Jahren. Ansonsten, falls es früher scheitert, sehen wir uns dann auch. Ja. Okay. Frau Sommerei, besten Dank. So, jetzt wollen wir etwas machen, wo wir heute, was habe ich Ihnen vom 6 Uhr schon versprochen, wo natürlich die ganzen Fußballfans drauf warten. Werder Bremen in Jülich beim Achtelfinale des deutschen Fußballpokals. Das Ergebnis werden die ganz echten Sportfans natürlich schon wissen, aber die Bilder, die können wir Ihnen jetzt erstmalig exklusiv und sonst wie bieten. Das hat das Radio natürlich auch nicht. Also bitteschön, Jörg Sonntag berichtet über den Ausgang und den Hergang des Spiels. Das Großreinemachen fand in Jülich schon mittags statt. Die Erklärung, in den Läden lief ohnehin nichts mehr, die Kunden gingen lieber zum Fußball. Auch auf dem Weihnachtsmarkt herrschte um 12 Uhr schon Feierabendstimmung. Thema des Tages am Niederrhein, Werder, der Tabellenzweite, kommt, das Ereignis des Jahres. Bei aller Fußball-Euphorie verloren einige Jülicher Fans ein bisschen den Sinn für die Fußballrealitäten. 4.500 waren es übrigens heute Nachmittag. Wie geht's aus heute? 2:0. Für wen bitte? Für Jülich. Spieler und Trainer Manfred Schlebusch waren optimistisch. Ab morgen kann sich Werder ganz um die Meisterschaft kümmern. Wir schmeißen die beste deutsche Mannschaft raus, sagten sie. Auch ich persönlich habe gar keine Angst. Und meine Spieler, ich hoffe ihnen, dass sie so viel Selbstvertrauen haben, seitdem ich hier bin, dass sie nicht unbedingt Angst haben vor Namen. Denn Namen sind für mich nur Schall und Rauch. Obwohl ich natürlich sagen muss, mit Rudi Völler ist ein Weltklasse-Mann da. Frank Neubert ist ein erstklassiger Mann. Wir wissen auch, was der Rhein das kann. Benno Möhlmann, Gerd Meier, der Meier und so weiter. Wir haben unsere Probleme heute, das ist klar. Wovon haben Sie denn letzte Nacht geträumt? Von meiner Frau. Das Spiel begann so, wie er sich für Werder gehört, mit einem frühen Tor. 7. Minute, Flanke Sittka und Reinders nickt ein. Das Ganze nochmal in der Wiederholung. 7. Spielminute, Tor für den Flanke Sittka, keiner kümmert sich um Reinders und der sucht sich ganz einfach die Ecke aus. Die verdiente Führung nach 7 Minuten. Werder konzentriert am Anfang mit viel Platz. Tja, und mit diesem Handspiel konnte der Schiedsrichter nicht viel anfangen, kein Elfmeter. Meier, Flanke auf Sittka, der sucht sich die Ecke aus, 2:0. Ein Beginn nach Maß für die Bremer. Kein Fehler machen, nicht diagonal spielen. Sicher. Hier die Wiederholung, schöner Pass von Meier. Sittka prüft die Ecke, befindet sie für gut und 2:0. Tag der offenen Tür zu ländlichen Preisen. Danach spielte Jülich immer frecher. Der SC greift früh an. Hier verpasst Bodenski nur noch 2:1. Vor allem in der Abwehr war Werder heute Nachmittag nicht gut drauf. Die Wiederholung in der 21. Minute. Thomas Wolter, der für den früh verletzten Müllmann gekommen ist, kommt nicht mehr rechtzeitig ran. Bodenski verfehlt und 2:1. Werder gerät danach ganz schön in Bedrängnis, SC Jülich fällt überlegen. Doch dann in der 43. Minute die überraschende 3:1 Führung und das war auch der Halbzeitstand. Die zweite Hälfte beginnt mit einem Sturmlauf vom SC Jülich. Der SC mit viel Platz im Mittelfeld, Bodenski klärt. Chancen zum Anschlusstor hatten die Jülicher in den nächsten 15 Minuten. Hier greift wieder keiner an. Tja, und es kommt, was kommen musste. 3:2, die Fans in Jülich außer Rand und Band. Und auch hier jetzt gleich wieder die Wiederholung. Kein energisches Eingreifen. Der SC Jülich auch in dieser Phase einfach zweikampfstärker. Thomas Schaaf läuft ins Leere. Keine Chance für Dieter Bodenski. Der SC Jülich fällt überlegen mit den Chancen zum Ausgleich. Viel, viel Pech für die Niederrhein-Mannschaft. Dass Werder zum Schluss doch noch gewonnen hat, lag daran, dass Meier einen recht guten Tag hatte, nämlich auch hier bei diesem Freistoß. Wenzel hat keine Chance. Werder gewann letzten Endes recht glücklich im Jülicher Ruhrstadion. Hier erst nochmal die Wiederholung.
Werder tat auch nicht unbedingt mehr, als notwendig war. Mit etwas mehr Glück hätte der SC Jülich auch ein Unentschieden geschafft. Vom Fußballplatz im Jahre 84, also direkt zurück ins Mutten und Binnenstudio im Jahre